Zurück beim Mr. Weibel. So, und heute ist der Tag der Rache gekommen. Ich schnapp mir jetzt die Karre. Ich habe mich ausgerüstet einigermaßen. Warte mal, hier war noch was drin, ne? Jo. Scheiße. Müssen wir noch schnell leer räumen. Ja. Ich habe mich einigermaßen ausgerüstet. Das heißt. Schnell was futtern. Das heißt, wir zischen gleich los, hinter in die Basis. Und dann schauen wir mal, ob wir die Kollegen da hinten mal alle platt kriegen. Ich räume jetzt noch schnell hier mein Inventar wieder frei, damit wir looten können, falls wir was Tolles finden. So, den Motor schmeißen wir mal hier raus, damit er hier rumsteht, genau. Die Komponenten haben wir jetzt auch wieder, den ganzen Batzen. Guck mal, zack, hier, Nägel. Komm, hier rein. Die Seile kommen hier dazu. Werkzeug schon wieder. Oje, 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 oje. Warte, komm. Hammer, Säge, noch ein Messer. Ja, wir haben ja nicht hier schon genug, ne? Benzin kann das, dann nehme ich mal mit. Vielleicht findet man noch ein bisschen Benzin, wer weiß. So, pass auf. Haben wir noch irgendwo Platz? Das ist ja alles Schränke voll hier. Das ist eine Katastrophe. So. Den Stoff, das Essen kommt noch in die Küche und dann sieht das eigentlich soweit ganz gut aus. Crowbar, wie sieht die aus? 100%. Jawohl, ja. So, haben wir noch einen Platz irgendwo? Ja, guck mal da, den... Der Riegel ist fast durch. So, hier. Messerchen. Schmeiß weg. Munition darunter. Jawohl. So. Wir können los. So, ich will dahin, wo der uns der Sniper, oder wo mich der Sniper vom Turm erwischt hat, da auf dem offenen Feld. Da fahre ich jetzt hin. Und dann knöpfe ich mir die Basis davor. Ich versuch's zumindest, sagen wir es mal so, ich versuch's. Ich werde vorher natürlich speichern. So, einmal hier durch. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war knapp. So, dann schauen wir mal. Ob es da noch was Tolles gibt. Ob da vielleicht noch ein NPC auf uns wartet. Bin gespannt. Ich bin gespannt. So, die Basis hier meine ich allerdings nicht. Ich meine die andere, ne? Die kleinere. Das heißt, ich muss hier einmal vorsichtig rum. Jawohl. So. Dann mal gucken. Die müsste jetzt hier gleich irgendwo aufplippen. So, da unten ist sie. Da ist auch der Turm. Alles klar. Kein Bär in der Nähe. Okay, hier mache ich jetzt einen Speicherpunkt. Und dann mal los. Ich fürchte mal, der blöde Sniper auf dem Turm, der sieht mich eher als ich ihn. Wenn er mich sieht, ist wieder vorbei, ne? Ist die Frage, wie mache ich das am besten? Aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Bär rumhüpft. Was bist du denn, ein Blatt? Okay. Ah, das ist da hier Riesensee. Okay. Ich muss zuerst den Sniper wegholen. Den muss ich erledigen, bevor er mich sieht. Dann kann ich mich um die anderen kümmern. Das ist das Ziel. Jetzt ist die Frage. Ich sehe den Kerl aber nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Warte mal, hier ist so eine kleine Senke.
shit, shit. Das ist nicht tief genug. Wo ist denn der Kerle? Ich sehe den Burschen nicht. Pass auf, es kommt gleich ein Bär von der Seite, dann hat sich sowieso alles erledigt, ne? Da ist einer. Da hinten steht noch mein Auto rum. Wenn es das, glaube ich, ist. Ich bin mir nicht sicher. So, ich laufe jetzt hier erstmal ein bisschen... bisschen tiefer. Jetzt bloß kein Bär her. Wirklich, alles nur kein Bär jetzt hier. So, also ich glaube... von hier hinten habe ich wohl die bessere Chance, weil wenn er dann irgendwo steht, dann steht er da vorne, guckt vorne raus. Das heißt, ich könnte mich von hinten ranpirschen. Da läuft einer. Zwei. Da ist ein Schmelzofen. Oh, das wird übel. Jetzt bin ich quasi schon mittendrin. Oh, ich höre jemand laufen. Schalter verwende ich schlecht jetzt. Okay, es könnte, könnte böse enden für uns. Wir werden sehen. Ich will nur überlegen, ob ich laden soll, wenn ich sterbe. Eigentlich wäre es ja unfair, aber... wenn ich hier sterbe, dann ist meine ganze Ausrüstung weg. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist so spannend. Oh Mist, hat er sich bewegt. Scheiße, ich wollte gerade abdrücken. Scheiße, ich hoffe, hier kommt keiner um die Ecke gesaust. Wie spät haben wir es denn? Oh, ist schon bald. Oh, scheiße, ich muss mich beeilen. Es wird bald dunkel. Oh, Junge. Oh, hallo? Scheiße, jetzt habe ich... jetzt ist die Kacke am Dampfen hier. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Da ist er. Einer weniger. Boah. Gerade noch. Blumenkohl, nehmen wir mit. Jawohl. Das war knapp mit der Munition hier. Echt bald dunkel. Scheiße. Müssen wir uns noch beeilen hier. Das werden jetzt wohl nicht schon alle gewesen sein hier, oder?
je. 38 Schuss haben wir noch. Machen wir den Licht an. Die Licht. Ein Apfel. Na? Ich bin gerade mega aufgeregt. Fangen wir besser noch nicht an zu looten. Gucken lieber, dass du die Typen alle erledigt kriegst. Vor allen Dingen. Das waren alle. Ist echt nur so wenig? Oh! Da ist sie ja. Kate. SWAT-Helm. Mach mal zu. Was liegt aus? Ich sehe überhaupt nichts. Weste, Weste, zwei Westen sogar. Geil. Equipment, ziehen wir schnell eine an. Zack. Augenblick, Süßer, gleich befreien wir dich. Oh, schnell, schnell, schnell. Gott, ich bin so hebelig. Ich bin so hebelig. Oh je, je, je. Rescue Kate. Soldier, okay. Join your crew? Yes. So, weg ist sie. Warum sind es allerdings immer Frauen, frage ich mich gerade. So, wie sieht's aus? Waren das jetzt hier alle? Waren das jetzt hier tatsächlich alle? Ne, warte mal, auf der 2. Sieht fast so aus, ne? Alle Banditen weg. Aber wieso? Das hat, war noch mehr als 2. Sag mal, wer hat mich denn das letzte Mal hier kalt gemacht? Keine Sniper hier? Ich dachte eigentlich, wenn hier schon einer auf dem Turm sitzt und mich abknallt, würde ich hier wenigstens mal eine Sniper finden, aber... Da ist auch kein Benzin mehr drin. Ist auch schon alles ab und ausgeräumt hier. Guck mal, da ist noch was zu essen. Nimm mit. So, ich glaube, wir haben tatsächlich alle Banditen erledigt. Es waren gar nicht so viele hier. Ah, warte mal. V, Crowbar. Munition, jawohl, ja. Die können wir stacken. Sonst irgendwas? Nee. Oh, ein Lockpick, auch nicht schlecht. Noch mehr Munition. Wunderbar. Essen. Schon ist das Inventar gleich voll. Was haben wir hier drin? Wasserflasche. Die trinkt man leer. So, es wird dunkel. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Wir haben wirklich alle erledigt. Wieso leuchtet der Kerle? Hier liegt auch sonst keine Waffe rum. Okay, komm. Jo, wir haben sie erledigt. Allesamt. Hehehe, geil. Platt gemacht. Kate haben wir auch befreit.
Gut, gehen wir. Jetzt hoffe ich nur, das waren wirklich alle. Und da schießt jetzt nicht gleich doch noch einer. Aber schön, das Camp haben wir jetzt wirklich ausgelöscht. Super Sache. Weg hier, würde ich sagen. Jetzt gucken, dass wir es noch... Mach die Karre jetzt nicht kaputt hier. Jetzt müssen wir nur noch heil nach Hause kommen, dann wäre das erledigt. Ha! Tipptopp. So, Vorsicht! Alter Schwede. Ich habe keinen Bock, jetzt im Dunkeln nach Hause zu laufen. Also passt besser auf die Kasse, auf die Karre auf, Junge. Mensch, nicht Kasse. Ich laber wieder einen Scheiß daher. Aber cool, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Geil. Nein. Oh, Mann. Was ist denn los? So, Bandidos sind weg. Fahren wir ein bisschen langsamer. So, gleich sind wir zu Hause. Gleich sind wir zu Hause. Und dann, langsam. Ja, toll. Was ist... Also jetzt nehme ich... Ich nehme gerade jedes Hindernis mit, was mir irgendwie vor die Linse kommt. Halt. Wo muss ich runter? Da. Jetzt hängen wir gleich wieder irgendwo an einem, am Absatz fest. Naja, zum Glück Autos gibt es hier auf der Map ja genug. Oh, warum drücke ich denn immer E? Du sollst F drücken. So. Geht doch. Hä? Wo ist sie denn? Wird schon auftauchen, wenn nicht, dann halt nicht. Ich dachte, habe ich jetzt gerade was falsch gemacht? Ich weiß es gar nicht. Jetzt gehe ich erstmal pennen. Ist schon spät, ne? So. Wir schlafen mal 8 Stunden. Das haben sogar ein bisschen zu wenig. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, sag mal? Wieso ist denn... Sie müsste doch hier sein. Ich bin verwirrt. Haben wir es jetzt verbockt oder was? Komisch. Komisch. Ja, ich penne mal noch. Ist noch viel zu früh. Ja, machen wir noch 4 Stunden, das passt. Dann ist wenigstens wieder hell. So. Was haben wir jetzt? Tag 38. So, pack mal weg. So, wo ist denn jetzt die Kate? Die ist gar nicht da. Das ist irgendwie noch ziemlich buggy, habe ich das Gefühl, mit den NPCs. Das checke ich jetzt nicht. Warum? Die müsste eigentlich hier sein, ne? Wir haben sie befreit und wir haben sie... Make this your active base. Das ist doch. Äh,
War das Ding gar nicht die... Es war doch... War das nicht mehr aktiviert? Kann das sein? Hä? Ich bin irritiert. Ja, wo ist denn jetzt die Kate? Die ist nicht da. Gut, dann eben nicht. Dann räume ich jetzt einfach mal wieder aus. Mir egal. So, was haben wir denn alles gefunden? Wir haben noch eine Schrotflinte, noch die hier. Ich brauche einen zweiten Schrank. Ich brauche noch einen Schrank. Am besten nochmal so einen großen. Naja, wo sind die denn? Hä? Ach, hier unter Möbel vielleicht. Ha. Dafür brauche ich ein Gear. Das sollte man doch hinkriegen, ne? Ein Gear. Für ein Gear brauchen wir... Lass mich mal kicken. Vier Metall... vier Metallbarren. Stimmt. Wo haben wir die hier hingeräumt? Weiß das einer zufällig? Hier sind fünf. Ich glaube, das sind nicht die, die ich meinte, aber... Ich hatte doch mehr gemacht. Hm, naja. Zack. So. Einen Metallbarren habe ich jetzt. Wunderbar. So. Achso, ja. Hm. So, euch muss ich jetzt mal kurz hier wegmoven. Ihr steht mir jetzt hier gerade ein bisschen im Weg. Ja, komm. Weißt du was? Stell dich mal dahin, genau. Und du auch. Zack. Geht doch perfekt. So, pass auf, dann bauen wir jetzt hier noch schnell so einen zweiten Security Locker hin. Ja, wunderbar. So. Was fehlt? Vier Holz, drei Komponenten, vier Metalldinger. Was haben wir hier? Drei. Zack. Jawohl, und noch vier Holz. Haben wir noch vier Holz? Ich glaube nämlich nicht. Aber das müsste... 1, 2, 3... Ah, scheiße. Reicht nicht. Mist. Komm, iss mal was. Ja, komm, die zweite auch gleich. Naja, also das mit den NPCs ist echt extrem buggy, weil die ist nicht da. Genau wie Rachel weg ist und Kate kommt gar nicht erst. Die hat keinen Bock. Von mir aus. Naja. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch ein Holzding, damit ich hier den Schrank noch fertig kriege. Verflixt. Verflixt und zugenäht. Habe ich denn hier... Ich habe auch keinen Lock mehr, ne? Aus den Sticks kriege ich kein Holzbrett hin. Nee, da muss ich jetzt doch tatsächlich noch einen Baum fällen. Ich glaube es ja nicht. Dann muss ich jetzt tatsächlich noch einen Baum fällen. Gut, dann machen wir das eben. Ja, dann bauen wir schnell den Schrank noch fertig. Und dann neigt sich die Folge auch dem Ende. Und zack. Wieder nur zwei. Was denn jetzt? Hä? Ach, keine Säge. Ach, nö. Hm. Augenblick. Augenblick. Das haben wir gleich. Bist du jetzt da? Nö. Ich verstehe es nicht. So habe ich die Säge wieder hingetan. Die habe ich wieder irgendwo eingeräumt und weiß wieder nicht wo. Wie immer. Bringt mir eh nichts, weil ich sowieso total voll bin hier. So, schmeiß es mal da rein.
Ja. Säge, wo ist denn die verflixte Säge? Hab ich die hier reingetan irgendwo? Jedes Mal muss ich eine neue Säge nehmen, weil ich die alte einfach nicht mehr finde. Ah, Mann. So, jetzt baue das Ding fertig. Na, also. Na, also. Wenigstens das schon mal. So, dann kommen jetzt die Helme erstmal hier raus und die latschen auch gleich. So, dann packe ich die nämlich hier rein. Genau wie die... Ach, hier ist noch ein Helm. Genau wie die Weste. Die Pfeile packe ich auch darüber. Und die Schuhe. So, die Latschen. Zip. Und zip. So, jetzt haben wir die ganzen Pfeile noch. Zack. Zack. So, sieht das schon besser aus hier, ne? Jetzt kann man hier schön sortieren. Tipptopp, man kann die hier rein und die hier rein. Ich weiß noch nicht wieso, aber egal. So, die ganze Munition packe ich jetzt erstmal weg. Jetzt räumen wir einfach mal das komplett auf hier. Jo, die Machete nimmst du mal. Die kannst du von mir aus in der Hand behalten. Achso, die hast du in der Hand. Und der Nebel kommt schon wieder. Jo. Okay. Alles klar, Leute. Dann mache ich jetzt das mal so und schmeiß den Motor mal da hinten in die Ecke. So, passt. Naja. Es nimmt langsam Gestalt an hier. Hier ist noch ein Pfeil. Die kannst du auch stacken. So. Spart Platz. Nicht wahr? Ein Lockpick, den können wir von mir aus auch hier rein tun. Der kommt dann nicht weg. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich finde ich ihn irgendwann sowieso nicht mehr wieder. So, hier haben wir einen ganzen Haufen Messer. Was habe ich jetzt noch zu essen? Habe ich jetzt auch noch einen ganzen Haufen. Guck mal. Da ist alles voll. Hier ist noch Platz. Noch ein Apfel, den kannst du essen. Guten Blumenkohl, Zucker, der war hier, genau. So, die ganzen Stofflappen, die Sewing Kits. Gott, von denen habe ich auch eine ganze Menge. Medikamente. Ich soll noch mehr essen. So, Holz. Elektronik, das Zeug hier. Schmeißen wir da mit rein. Halt, die zwei Dosen auch. So. So eine Wasserflasche. Die trinken wir leer. Geht nicht. Minus. Okay. So, auch leer. Wow. Alkohol habe ich echt genug. Okay, warte. Plupp. So. Das kann noch rüber in den Schrank und dann haben wir es auch schon. Ich weiß keine Ahnung, warum ich das alles hier mit aufzeichne noch. Die Rumräumerei. Einfach aus Spaß an der Freude. Guck mal, hier sind auch noch 8 Stoff. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Also irgendwann baue ich mir für, oder besorge mir für jedes einzelne Item einen Schrank. Komm, komm, schmeiß doch mal den Stofflappen jetzt da richtig hin hier. So, egal, dann liegt es halt auf dem Boden. Mir jetzt wurscht. So, ich mache jetzt Schluss an der Stelle hier, bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.